Penis. Penis! Das fand ich jetzt ein bisschen unhöflich von dir, weil jetzt habe ich das mit, jetzt habe ich mit Sicherheit irgendwie so eine Verschiebung drin. Weil ich nicht anfangen konnte. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Wix-It. Ja, Wix-It. Und, meine letzte Folge. Erzähl du. Ja, der ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen der König wollte. Erlaubt dir das Wort. Ja, du darfst aber erzählen, weil ich muss jetzt erstmal, ich muss mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich hier mein Lager irgendwie fertig bauen kann. Ja, in der letzten Folge habe ich ja den Stream-Part hier, also den Stream-Zusammenfassung-Scheiß gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, machst du jetzt halt wieder Action? Ich meine, ich bin ja jetzt in der letzten Woche, bin ich ja zwei Parts zueinander gestorben. Ich glaube, ich werde dann jetzt anfangen, die Wege mal hier zu machen. Das Haus hier von dem scheiß Verzauberungstisch werde ich auch mal hier endlich mal umbauen. Da sieht der ja recht scheiße aus. Könnte von Sage sein. Und ja. Ist es aber nicht. Genau, das ist nämlich das Problem. Das ist nämlich das Traurige. Ich hab's ja nicht gemacht, nämlich. Deswegen werde ich mir jetzt mein Marble nehmen. Kurze Frage. Wir brauchen ja noch Bücher für Bücherregale, ne? Stimmt. Weil dann... Warte, ich nehme meine Axt, dann hole ich gerade mal so ein paar Bücher. Oh, jetzt kommt wieder dieses geistig Behinderte, wo ist die Axt, Alter? kenn ich. Ich benutze mal kurz hier dein Ofen. Da ist die Axt, Mensch. Ja gut, ich hol da mal eben kurz ein wenig Dings, ne? Hab dir doch vorhin bei dir Dings gesehen, hä? Was denn? Diesen roten Müllstein. Den hab ich im Inventar. den würde ich gerne in Beschlag nehmen. Brauche ich allerdings für meinen Boden. Ja, weißt du, egal wer das ist? Ich kann dir, wenn ich damit fertig bin, kann ich gib dir mir, das eben mir, kurz gib mir, geben. Gib mir für den 64er Stack, ich habe den 64er Stack Cobblestone im Ofen gelegt, der gerade am durchbrennen ist. Ja gut, ich bin gleich wieder da, ich holze eben kurz die Bibliothek von den Walkern hier ab. Okay, dann werde ich schon mal anfangen, Weil das geht relativ flott, wenn ich diese Living Metal extra nehme. Boah, jetzt muss ich natürlich wieder mein Lager an. Ne, ich nehme mir hier eine Diamantspitzhacke von dir einfach mal. Eine unverzauberte. Ich denke mal, fast 3 Stacks Bücher reichen. Ne? Ich weiß nicht. Bin mir nicht ganz so sicher. Ich bring dir dann auch noch mal eben kurz ein bisschen Holz mit. Oder brauchst du kein Holz für die Bücherregale? Ich weiß ja nicht, ob du nee, da jetzt noch Holz hast. Nee, ich brauch kein Holz mehr. Ich hab, wie du weißt, lebe ich in einem Baum. Ich dürfte genug Holz haben. Will ich meinen. Naja, das sagt man so, ne? Das weiß man aber nicht. Hier, komm mal her. Da hast du so ein 64er Stack und dann noch eben kurz die Bücher. Danke, Sir. Ob ich und das kannst du eigentlich auch noch eben kurz nehmen. Ja. Danke. Geil, Holz habe ich eigentlich schon genug von. So. Ja, ich hab noch nicht schnell genug reagiert. Und zwar haben wir uns gerade überlegt, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, was wir jetzt machen in der Stadt. Und zwar habe ich gesagt, ich hätte das gern, also wir hatten erst die Idee, dieses Redwood Brick, was ich jetzt hier am Rand reinpacke, als Halfsteps zu machen und die anstatt diese Marble Halfsteps reinzupacken als Weg. Aber da ich das schöner fand, auch mit meiner Treppe hier anschließend lieber mit Marble Halfstones zu machen, machen wir es einfach jetzt umgekehrt und ja, sieht eigentlich relativ geil aus, finde ich. Mir ist bisher gar nicht aufgefallen, dass ein Amboss runterfällt, wenn man den Block unter den Amboss dann wegpackt. Das Geräusch ist cool, plümm. Ja. Ich war gerade relativ verwundert, als der auch einmal runtergeplomst ist. Ja, und Leute, der Noe, der hat in seiner Folge was Produktives getan. Ja, ich hab's auch kaum glauben können. Ich meine, bei mir hat man's ja bemerkt. Ich war schon relativ überrascht, als ich Norris Rucksack da gefunden habe und sein Grabstein. Okay, Grabstein, da ist es natürlich keine Überraschung, aber sein Rucksack. Dass er da überhaupt was gemacht hat, das fand ich ja schon relativ interessant. Denn wenn man so... Ach, Daily Restart. Ach, ja. Ja, Leute. Da würde ich sagen, Nö, ich mach mir noch mal laufen. Ich mach jetzt einfach hier die, Zeit für auf den Server, wo ich jetzt einfach stopp und lass mir einfach laufen. Achso, ja, starte okay. Dann die Aufnahme dann einfach, also ich mache einfach den Timer wieder an, wenn ich auf dem Server wieder drauf bin. Ja, dann drücke ich einfach mal auf Refresh, solange bis es wieder da ist.
Jo. Ich meine, da geht dann natürlich ein bisschen Zeit von flöten, aber der ist auch gleich wieder da. Ich glaube sogar, die haben mittlerweile schon die Hardware gewechselt, weil der hat sonst immer länger gebraucht für einen Restart. Ja, kam mir auch ehrlich gesagt so vor. Ich fand auch, also ich bin gerade echt überrascht, dass ich auch Lagfrei zocke. Also, ich meine, ist jetzt schön, aber der Server, der, also jetzt, gut, ich habe jetzt nichts, keine neuen Chunks geöffnet und derartiges. Aber trotzdem. Ach, der scheiß Amboss. So, ich werde jetzt mal So. gucken, wie es mit Half Steps aussieht, weil die, wenn es ein bisschen nach oben geht, würde ich, ja, Half Steps ist besser. Ja, bei mir hat man ja bemerkt, ich musste kein Blackscreen drauf machen, weil ich mal eben kurz, ach scheiße, weil ich Sage mal kann wieder jetzt auch neu so machen. joinen musste. Ja, mit den extra RAM, die ich Hexe zugewiesen habe, läuft das auch so. Sage ist jetzt richtiger Badass geworden, ey. Man, jetzt Ja, nicht nur gut Best. equipped, ich kann auch wieder drauf joinen, wenn ich will, hä? Kann jetzt am besten mit dem Scheiß hier weiterarbeiten. Ich hoffe, das reicht jetzt hier mit den Teilen. Nein, okay. Aber ich habe ja noch irgendwo was da. So ein Tier kommt dann hier so, die treffen sich in alle Wege, die da halt reinkommen. Habe ich mir gerade mal eben so überlegt. So, dann müssen jetzt hier die Half-Steps. Boah, ich hasse es, wenn ich mich verbaue. So, jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus und ich guck mal gerade ganz kurz in Skype, was da gerade so abgeht. Ach ja, die schreiben da ja alle in der Konfi. Ja, das Eichenholz ist Achso, sehr ja, der. stabil. Ja, Oh. Leute, ich habe dem Mensch. Sebastian, also den Sebo Gör, also den Sebo Gör, oder keine Ahnung, wie er, ich bin einfach Sebastian, den habe ich immer gesagt, dass ich nicht Ludas, sondern Ludus heiße. Der macht mich hier doch zum Judas. Luders, was da los? Weiß ich doch nicht. So, ich werde auf jeden Fall noch einiges brauchen für meinen Keller, das weiß ich jetzt schon. Da packe ich noch was rein und da oben habe ich noch was zu fressen drin, Mensch. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Mein Keller. Wo genau kommt der denn hin? Ich werde einfach mal hier ganz stumpf nach unten graben. So ein bisschen. Ich sollte auf jeden Fall mein Electric Stuff in der Hand nehmen. Nicht, dass ich dann gleich aus Versehen irgendwie in so ein Lavabecken knalle. Das wäre nicht geil. Nicht? Nee, ich meine, du würdest das sicher geil finden, aber ich persönlich jetzt nicht unbedingt. Mensch, eine Fackel. Wo habe ich die denn her? Verbaut, verbaut. So, dann brauche ich auch mal eben kurz die Rift-Signatur. Und zwar hatte ich mir das folgendermaßen gedacht. Oh, Sarah denkt jetzt, bin ich mal gespannt. Ja, ich kann denken. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, als ich es sonst irgendwie besonders im Singleplayer hatte, aber naja, okay. Wir setzen hier die Signatur. Hui. Nee, das liegt falsch. Was kommt da Springen ein? dann nach unten, hauen hier am besten. So ist es richtig. Und so. Sage, kannst du kurz schlafen? Ja, einen Moment. So. Ja gut, jetzt haben wir im Grunde schon mal den Weg zu unserem, ja, zukünftigen Lager hingebastelt. Das ist doch schon mal etwas. Würde ich mal fast behaupten. Jo, alle Anfänge schwer. Ja, du kannst dann auch mal. Ja, ich liege. Nur mein Weg nach oben ist ein bisschen, So, geht doch. Dann Ich muss ich mach mal den natürlich Timer jetzt wieder an, habe noch. ich so gerade das Gefühl, so gerade die Idee gehabt. Hast gedacht, wäre ganz gut. Wäre ganz geil, ja. Ach ja, ich Dann. habe Cloudfall Boots vom, also Cloud Boots vom Sagerad bekommen. Naja, ich dachte mir, der König kann sie besser gebrauchen. Ja, sonst Ich was. meine, no ich mein, Nori könnte sie mit Sicherheit am allerbesten gebrauchen, aber. Der Stefan, der freut sich ja immer so über die Boots, von daher.
Ja, das heißt Freund, ich finde die eigentlich recht praktisch, dann brauche ich nicht immer eine goldene Feder mitnehmen. Wo hab ich denn die Enderperlen? Ich meine unten links in einer Doppelkiste. Nee, in einem Rucksack. So, ja, dafür. Uiuiui, zum Glück bin ich. Uiuiui, sage, ich habe kein Schwert. Eieiei! Okay, einen Moment. Ich rette dich! Ah! Aber, danke. So. Du hast nicht zufällig ein bisschen Holz für mich? Ich hab das, was du mir gerade gegeben hast, hier. Ach, geil, ja. Siehst du, ich wusste doch, das war. Ich Bin wollte ein schon sagen, Magnet. ey. Ich wusste doch, das war irgendwie gut, dass ich das abgebaut habe. Denn ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Türen. Und den Server nicht mehr zum Abstürzen, ne? Meine Güte, ich baue doch nur so ein paar Portaltüren. Ja, wir haben auch nur drei Dimensionen hier diese Doors gemacht, sage. Ja, aber die Dimensionen ziehen weitaus mehr als sowas. Ja, ich sage ja nur. Ach, ich sollte mir auch schon zwei Türen machen, wenn ich so eine Warp Door machen möchte. Hab mal gehört, das wäre praktisch. Jetzt muss ich noch mal nach oben. Ach ja, Mensch. Hui, nein! Ich krieg das hin. So, geht doch. Hab ja gesagt, ich krieg das hin. Ach, das habe ich da gerade. Okay, das habe ich schon gebaut. Dann kann ich das ja im Grunde schon mal so weiterbauen, wie ich das eigentlich gedacht habe. Also eigentlich will ich ja meinen Keller fertig bauen, aber ich fange erstmal oben an. Das ist natürlich interessant. Und wieder ein bisschen Licht. Immerhin möchte ich nicht, dass hier oben etwas spawnt. Hab gehört, das ist nicht so geil. Ach, kommt drauf an, was spawnt, ne? Ja. Ich mein, so ein Creeper oben in so in der Bude ist jetzt nicht unbedingt das Geilste auf der Welt. Nö, das nicht unbedingt. Dann können wir uns ja eben gut schon mal die Signatur hier setzen. Hui! Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo zur Hölle muss das hier hin? Da würde ich ja zu tendieren, dass wir das irgendwie hier vorne hin basteln. Ich will jetzt auch mein Bett nicht unbedingt abbauen. Aber scheiß drauf. Ich bastel ja eh nur. Creeper Boom tot, nein! Nee, ihr merkt schon, ich bin gerade so ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist jetzt so ein, ich weiß nicht, das ist. Nee. Was will ich denn sagen, Stefan, sag mal. Ja, weiß ich nicht. Ja, komm, ich hau das jetzt einfach mal hier hin. Zack, dann können wir nach oben und können von da aus dann unten in unser Keller rein. Die wir natürlich noch ausbauen müssen. So, ich habe auch natürlich auch eine ganz bestimmte Idee, wie wir das machen müssen. Komm, gerade ein Enderman. Oder bist du Wo durch ist ein ein Portal Ender? gegangen? Oder bist du gerade durch ein Portal gegangen? Portal. Ich meine natürlich Portal auch. Ja, ich wollte gerade schon sagen. Mensch. Sage, du weißt ja, wie das heißt. Ja, Portal. ich habe mich ein bisschen. Ich wollte dich Ah, jetzt, ich wollte dich jetzt auch nur testen. ja, genau. Ich brauche eine Schaufel. Ich mache mir eben kurz eine Diamantschaufel, dann habe ich das Problem jetzt nicht, dass ich da zu langsam abbaue. Söhrchen! So, dann müssen wir wieder nach oben und nach unten in unser tolles Lager. So, wie war das denn jetzt nochmal? Drei Kisten in jede Richtung, oder wie war das? Na, ich mach das ein bisschen größer, ich mache einfach vier Kisten in jede Richtung. Bei mir ist das jetzt eine ganz schöne Buddelarbeit, aber es Sage, wird sich lohnen, ja? ich finde, der Brunnen hat was. Kann ich gerade nicht unbedingt, Ey, ich will's nur sagen, damit du gleich kommst. Gucken, irgendwann, wenn du kannst. Also wann ich komme und wann nicht, das entscheide immer noch ich. Tut mir Ja, ich sag leid, ja aber nur. da. Okay, dann noch hier, vier hin.
Oh, komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier. Nee, wenn ich komme, dann immer auch noch ich dann jetzt, ne? Mein Freund. Ja, komm, dann nehme ich jetzt einfach mal die Teile so mit. Scheiß drauf. Also von diesem Brunnen aus habe ich so die Idee gehabt, gehen halt so alle wichtigen Wege halt. Okay. Klingt ganz interessant, ja. Sozusagen der Mittelpunkt unserer Stadt. Mittelerde. Schnauze. So. Na, das ist natürlich schön. Jetzt kann ich hier gleich noch ein bisschen Marble abbauen für mein Lager. 3, 4, okay. Hier müssen es natürlich dann jetzt logischerweise 8 sein. Mensch, ich muss aber echt zugeben, mein Lager wird, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich Kenne weiß es noch ich, nicht aber ich habe ganz. diesmal extra mein Lager in Anführungsstrichen klein gehalten. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ich höre dich bauen! Ich sehe dich! Mensch, hallo! Was du denn hier? Ja, mit König! Achso, Mensch. Ja, okay, dann wäre ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass du König bist, aber. Ich muss meine Regentschaft hier weiterführen. 1, 2, 3, 4. Okay, von hier aus jetzt eigentlich nur noch da quer, einfach geradeaus durch und dann müsste ich eigentlich da vorne wieder rauskommen, wo ich jetzt. Ach nee, ich merke schon, ich habe links jetzt schon wieder ein bisschen Gravel. Ich könnte kotzen. Nicht gut. Zum Glück ist das auch nur ein einziger Block hier. Das Ganze, diese Red Bricks hast du alle aufgebraucht, ne? So gut wie, du hast ja gesehen, Ja. ich brauchte da so ein bisschen was. Gut, dann werde ich die in den Ofen Huppala, da ist natürlich jetzt irgendwas falsch. werfen. Wische mal die Wege zu dir und so. Es ist natürlich blöd, dass du nur so eine Einertür hast, ey. Genau wie in Norway. Du hast auch noch eine Tür. Ja, okay, zu deinem Lager hin, aber trotzdem. Jetzt beim Lagerin kommt da kein Weg. Ich habe ja eigentlich quasi die Treppe. Dann meint er dann am besten, na gut, dann mache ich als bei euch einfach nur so ein. Ja, wird schon irgendwie gut aussehen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt irgendwie. 2, 3, 4, 5. Ja, stimmt ja. Nicht gut. Nicht? 1, 2, 3, 4, okay, das ist hier auch ein bisschen länger als da. 1, 2, 3. Ich muss das ja auch so ein bisschen anpassen, wenn ich symmetrisch haben möchte. Von daher ist klar, dass ich jetzt diesen kleinen Fehler hier begangen habe. Ich will keine Fehler in meiner Stadt dulden, mein Freund. Tut mir leid, aber ich konnte da jetzt auch nichts gegen machen. Diesen Fehler musste ich begehen. Dann werde ich das mal verzeihen, also aber nochmal so was, wie gesagt, schuld ich nicht. Ich meine natürlich ja. Also ich werde das hier noch mit den Schon wieder Rändern des Diamant. Weges noch ein bisschen verschönern, ist klar. Rendern. Aha, Rändern. So ein typischer Sagewitz, ja. Glaube, das müssten so gut wie 3 an jeder Seite sein oder so. 2, 3. 1, 2, 3. 4. Natürlich jetzt ein bisschen dämlich, dass es hier so dunkel ist. Ich könnte natürlich auch ein paar Fackeln setzen, aber das will ich nicht, dann wird das Video Dann wäre zu Mainstream. groß. Nix. Ich wollte sagen, das wäre zu Mainstream, aber wenn das Video zu groß ist, natürlich klar. Ja, ich könnte nämlich jetzt schon wieder kotzen, aber. Okay. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz zählen hier. Das kann ich ja jetzt nicht so. 1, 2, 3, 4. Boah, Maus, hör auf.
wäre dann die Nummer 4. So sieht besser aus. Das sieht, ne, sieht auch nicht kacke aus. Das ist eine Kackecke, die ich da gebaut habe. Okay, dann ist das im Grunde hier. Wäre dann theoretisch, wenn ich mich jetzt so durchgrabe, die Tür. Wenn das dann symmetrisch ist. Ah, liege ich richtig? Ja, ich liege richtig. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß auch noch aushöhlen, ey. Ich raste aus. Aber naja, was macht man nicht alles für ein tolles Lager? Die Frage ist natürlich, wie hoch mache ich das Lager? Ich denke mal, ich werde das immer so machen, dass ich da zwei Kisten reinkriege. Wäre natürlich jetzt optimal eigentlich. Ah, das ist einfach so, passt schon. Muss man mal. Ja, wobei, nee, bei dieser Größe von bei diesem großen Lager, da reicht eigentlich, wenn ich eine Kiste da reinpacke irgendwie. Kann ich ja im Grunde für ein Thema, zum Beispiel Rüstung, eine Seite nehmen. Ja gut, passt so, dann eigentlich. Mal das auf Neue aus hier. Na, nee, hier muss er ja nicht. Wenn noch soll er nicht abgeschnitten sein von der Stadt. Ich meine, man könnte Nori natürlich jetzt irgendwie so eine Art Geschenk machen, dass man ihm im Grunde so ein Portal zum Quittenturm hinbastelt und der da sein Haus hat. Aber kann man auch lassen eigentlich. Kann man auch lassen, ja. Der braucht kein Geschenk, ne. Und natürlich einen noch höher. Aber da ich ja so oder so noch eine Decke reinklatschen muss, das auch noch. Oh Gott, das wird viel zu viel. Ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall eine neue Diamantspitzhacke. Das Schöne ist, dass ich hier 51 Level habe, da kann ich ein bisschen mehr verzaubern. Fliegt denn halt so um mich rum, Alter? Hä? Fliegt gerade irgendeine Scheiße um mich rum jetzt. Talent? Keine Ahnung. Ja, ich hab kein Talent. Och nee. Du brauchst nicht zufällig in normale Steine. Clean Stones. Zum Glück nicht, nein. Oh, brauchst du das hier? Warte. Was? Was denn, der Brunnen kann schon stehen bleiben. Der ist so drin, so mit immer abwechselnd so Half-Steps gebaut. Kann eigentlich so bleiben. Hast du mir schon eine Redstone auch gegeben, Alter, was ist mit dir? Lass mal pennen gehen. Och ja, genau, warte mal, mein Bett, da. Ich bin gerade am Hochlaufen. Ich denke mal, mein Bett werde ich dann hier hinklatschen. Sollten wir einen Spiegel da oben hinsetzen, auf jeden Fall. So. Okay. Ich liege. Ich auch. Und wir sind bei 23. Was? Minuten. Bei mir steht 19. Ja, gut. Ja, du hast ja auch den Timer. Oh, aber so lange haben wir gar nicht gedingst. So lange war gar nicht Pause. Das weiß ich. So, Spitzhacke, Effizienz. Und weiter, und weiter. Okay, Effizienz 4, das sollte erstmal reichen. Oh, das geht schön, das ist schnell. Oh ja, so ist das geil. Aber richtig. Was? Oh, mit Effizienz 4 draufhacken, das ist schön. Ich will mal gucken, ob du da auch feierst da unten, ne? Ob ich auch was hab? Ey, warum ist die... Söhrchen. Feierst du hier unten? Hm? Warum hast du in deiner Portaltür Nonnenraum für eine Portaltür? Weil ich keine Treppe bauen möchte und dass der Raum da oben ein paar mehr Portale beinhalten wird, als nur der Raum zu meinem Lager. Welcher Raum da oben?
Hä? Welcher Raum da oben? Was hast du denn jetzt schon bin wieder ich, geraucht? Hä? Bin ich jetzt hier oben in deinem Haus oder was? Ja! Achso! Eierkorb. Hör auf den scheiß Block zu planten, ja, du Jude! Ich will Jude. Den nicht haben, Alter. Ja und? Dann nimm den mit und schmeiß den draußen irgendwo hin, aber nicht in mein Haus. Ja, der kam aus deinem Haus auch raus. Da dachte ich mir, du willst ihn da auch drin behalten. Schnauze, du Eiersack. Habt ihr das gehört, Leute? Es ist unerhört, sowas. Und sowas hört ja, man von seinem Vater. Das sag ich zu dem König. Und sowas hört man von, das ist echt, nee. So, der König, der kümmert sich hier um alles, um den Weg, um alles, und ist er Dank dafür? Gar nichts. Nichts. Talent. Nada, Talente, nichts. Boah. So, ich werde jetzt noch das Haus hier jetzt für den Verpackungstisch fertig bauen und dann würde ich sagen, beenden wir auch den Part gleich. Oder ja, dann baue ich noch so lange weiter. Weißt du nicht, wie lange du den Part machen willst? Dann mache ich das einfach, dann nehme ich den Part einfach für Mittwoch oder so, scheiße. Hä? Nehme ich den Part halt irgendwie für Mittwoch oder so, keine Ahnung. Natürlich keine Dings bei, keine... So. Geht dann mal diese scheiß Bücherregale. Bookshelf. Ja, natürlich an sich easy. Ah, man, die Silverbell Blanks. Maple. Redwood Bookshelf. Er meinte doch Redwood, Alter, die sehen nämlich geil aus. Aber wobei, ich sag einfach jetzt mal eben kurz, Tschüssi und zumindest von meiner Seite aus, der Herr wird ja noch das Ding da weiterbauen, das Haus. Und ich werde das hier jetzt einfach mal offscreen aushöhlen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, das jetzt noch im weiteren Part lang zu machen. Das dauert nämlich ein bisschen zu lange. Ich glaube, da des Wahnsinns? Da hat auch nicht wirklich jemand Bock drauf zuzugucken, wa? Deswegen sage ich von meiner Seite aus erstmal Tschüssen und Penis.